am besten ist vorbereitet in Paderborn. Also das funktioniert. Man muss nicht irgendwo am Meer leben. Aber wenn man dann irgendwo in Japan unterwegs ist und so ein Taifun irgendwie 300 Kilometer weiter tobt, dann hat das nicht wirklich viel mit dem Schwimmen im Rolandsbad zu tun. Man muss einfach die richtige Einstellung mitbringen, klar im Kopf sein, voll fokussiert sein. Und natürlich die richtigen Leute hinter sich haben. Das hatte ich immer, allen voran meine liebe Frau, die heute auch da ist, die jetzt alles mitgemacht hat. Die kann ruhig mal nach vorne kommen. Lass ruhig mal die Frau nach vorne kommen. Komm mal ruhig zu uns. Überlegt, wir sponsern dich fürs Training und weitere Ausbildung mit 1000 Euro. Das ist nicht viel, aber immerhin ein kleiner Beitrag. Und ich hoffe, dass du damit noch besser trainieren kannst. Aber eine Frage mal, was ist eigentlich dein Traum, dein Zukunftstraum? Ja, mein Traum ist natürlich, mit Basketball auch Geld zu verdienen und auch Profi zu werden. Ich will natürlich hier in Deutschland in die Bundesliga kommen und auch dann europäisch spielen in der Euroleague. Des Jahres 2019 in Paderborn bedanken, das bereits schon zum dritten Mal. Das freut mich natürlich sehr und macht mich auch stolz. Abschließend möchte ich mich natürlich noch bedanken bei meinem Verein, dem LC Paderborn, meiner Trainingsgruppe und natürlich Thomas. Ohne ihn die Saison nicht ansatzweise so verlaufen wäre. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, feiert schön, lieben Gruß aus Florida. See you later. Bye. Der Paderborner Sportclub steht regelmäßig hier und deswegen ist es auch eine besondere Freude, dass du hier heute Abend stehst. Der Sportler des Jahres ist Raphael Kandra. Raphael, eine kurze Frage an dich. Wenn man in der Weltrangliste beim Squash nach oben kommen will, das haben wir früher, wenn wir auch Simon hier am Stehen gehabt, es ist einfach schwer, immer das Treppchen weiter nach oben zu kommen. Deine Ziele für 2020, wenn man so erfolgreich war 2019? Ja, wie du schon sagst, also 2019 war ein nahezu perfektes Jahr, beruflich als auch privat. Da sind viele, viele gute Titel zusammengekommen. Privat lief es auch gut mit meiner Frau und jetzt neugeborenen Mädchen und Tochter. Da musst du uns auch den Namen sagen. Milena ist die Kleine. Ja, dann wird es natürlich schwer für 2020 da nochmal einen draufzusetzen. Klar, es ist immer Luft nach oben. Ich möchte natürlich wieder die Top 15 der Weltrangliste anpeilen. Aktuell stehe ich auf Nummer 30 der Welt. Klar, als Einzelsportler ist erstmal die Weltrangliste Nummer 1, den Europameistertitel zu verteidigen im Einzel. Und natürlich auch wieder mit dem Paderborner Squash Club den deutschen Meistertitel und auch den Titel der Landesmeister zu holen. Das wäre natürlich ein super Erfolg. Ich darf die Damen, die ich für den Ehrengast eingeteilt sind, nach vorne.